90 Hektar Zukunft in Marzahn. Der Cleantech Business Park wurde 2015 erschlossen und ist jetzt auf dem Markt. Hier soll eine ähnliche Erfolgsgeschichte wie in Adlershof geschrieben werden. Hier können sich Unternehmen nachhaltiger Technologien ansiedeln. Dafür braucht es natürlich die entsprechende digitale Infrastruktur und für die wird jetzt gesorgt. Eine eigene Straße kann das ehrgeizige Projekt in Marzahn schon vorweisen. Hier auf der innerstädtisch größten Freifläche, die in Berlin für Industrieunternehmen zur Verfügung stehen, sollen in den nächsten Jahren an die 100 Unternehmen mit besonderer Wertschöpfung ihre Heimat finden. Doch Wachstum für die Zukunft braucht entsprechende Voraussetzungen und die kosten Geld. 200 Millionen Euro wurden bislang für die Erschließung des Geländes investiert. Für die Realisierung einer Breitband-Hightech-Versorgung steht ab jetzt eine weitere Million zur Verfügung. Die Hälfte davon übernimmt der Bund. Eine 500.000 Euro schwere Förderung für ein superschnelles Internet als wichtiger Baustein für die Weiterentwicklung des Industrieprojekts. Und sie kommt zur rechten Zeit, denn der Bezirk steht bereits in Verkaufsverhandlungen mit ersten Unternehmen. Wir haben im Moment 3 Unternehmen, wo wir ganz konkret in Kaufverhandlungen sind. Wir haben so ein Dutzend, wo wir verhandeln. Also im Moment sieht es sehr, sehr gut aus. Wir werden in den nächsten Wochen da erste Erfolge haben. Wie schwierig ist das eigentlich für einen Bezirk, so eine Akquisearbeit zu machen? Na, wir machen das gemeinsam mit Berlin-Partnern der Wirtschaftsförderung des Landes und natürlich auch den Senatsverwaltungen und vielen anderen. Im Moment ist es wirklich so, dass viele Unternehmen auf uns zukommen, weil sie beispielsweise in Berlin gar keine andere Möglichkeit haben, sich anzusiedeln. Gerade für Industrieunternehmen werden natürlich auch in der Stadt die Flächen knapper und insofern macht das eigentlich Spaß im Moment. Ist es so, dass Sie da auch eine Auswahl letztlich betreiben? Denn Cleantech Park heißt ja nicht umsonst so, es sollen ja ganz bestimmte Unternehmen sich hier ansiedeln. Ja, absolut. Also wir wollen, dass sich im weitesten Sinne erneuerbare Energien und neue Formen von Industrie ansiedeln. Das ist auch so, dass die nach Berlin nachfragen, weil natürlich auch ein großer Kundenmarkt hier vorhanden ist. Und insofern schauen wir da schon. Es muss produzierendes, verarbeitendes Gewerbe sein. Das wollen wir wieder nach Berlin holen. Das ist ganz wichtig für die Stadt und es muss Cleantech sein. Heute das Thema digitale Infrastruktur. Da soll es jetzt hier auch vorangehen. Sie als Bezirk müssen das jetzt umsetzen. Was bedeutet das an Herausforderungen? Also das haben wir gut vorbereitet, sowohl den Antrag als auch die Ausschreibungen, die dafür notwendig sind. Wir werden dann unmittelbar nach der Übergabe der Fördermittel damit beginnen. Wir haben eine gut aufgestellte Wirtschaftsförderung in Marzahn-Hellersdorf. Insofern wird uns das relativ zeitnah gelingen, dass wir anfangen, diese Infrastruktur dann auch umzusetzen. Das heißt, man kann bei Ihnen hier in Marzahn auch sagen, dass sich da die Situation ein bisschen entspannt hat in dem Bezirk, dass eben auch Verwaltungsaufgaben relativ zügig jetzt abgearbeitet werden können? Na, ich glaube insgesamt schon, dass wir ein gut gemanagter Bezirk sind, bei allen Problemen und Herausforderungen, die wir haben. Wir haben aber gerade beim Thema Wirtschaftsförderung immer darauf geachtet, dass wir da gut aufgestellt sind. Wir haben andere Bereiche, da müssen wir mit Sicherheit jetzt umsteuern bei der wachsenden Stadt. Aber die wichtigen Aufgaben und vielleicht auch Prioritäten zu setzen, das ist, glaube ich, was alle machen müssen im Moment in Berlin. Ist das eigentlich nur positiv für einen Bezirk, wenn er so ein Zukunftsgelände mit erschließt oder ist das auch eine Last? Eine Last würde ich nicht sagen, es ist eine Herausforderung. Als wir vor 7 Jahren begonnen haben, über das Thema nachzudenken mit der Senatsverwaltung, da hat sich jedes Problem auch noch nicht aufgetan, was sich dann später im Laufe des Verfahrens entwickelt hat. Es ist eine Herausforderung, der wir uns aber als Bezirk Marzahn-Hellersdorf stellen und auch gerne stellen. Nun ist ja bei so einem Projekt die Zusammenarbeit mit dem Land Berlin zwingend. Wie läuft das denn? Das läuft sehr, sehr gut. Wir arbeiten mit der Senatsverwaltung für Wirtschaft, auch der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung sehr, sehr gut zusammen. Auch Berlin-Partner als die Wirtschaftsförderer von Berlin und Visit Berlin, die ja auch für Berlin werben, arbeiten wir sehr, sehr gut zusammen. Ich glaube, das kommt auch immer auf Menschen an und wie geht man aufeinander zu. Das klappt gut. Wie ist denn so die Prognose für dieses Gebiet, das Ziel, welche Marken haben Sie sich gesetzt? Also das Ziel ist, dass wir in 15 Jahren sagen möchten, wir haben eigentlich kein Grundstück mehr frei, vielleicht da oder da eine kleine Ecke. Wenn man sich anschaut, wie sich große Zukunftsstandorte in Berlin entwickelt haben, Adlershof beispielsweise, Buch in den letzten Jahren, dann ist das, glaube ich, eine Marke, die realistisch ist. In 15 Jahren hier moderne Industrie für die Stadt in Berlin und moderne Arbeitsplätze zu haben und fast alles verkauft zu haben, das halte ich für realistisch, auch nach den Gesprächen, die wir jetzt führen. Im Ländler
Länderwettbewerb um die Fördermittel des Bundes gekämpft, hat Wirtschaftssenatorin Cornelia Itzer. Sie sieht die Investition in eine Hightech-Breitbandversorgung im Cleantech-Business-Park als einen weiteren Schritt in die digitale Zukunft Berlins. Wir sind der Standort, der Investitionen aus aller Welt anzieht. Von Start-ups, die 2,2 Milliarden Euro im vergangenen Jahr in Berlin und für Berlin eingesammelt haben, aber auch eine wachsende Zahl von Großunternehmen, die hier digitale Einheiten aufbauen. Und deshalb müssen wir erheblich besser sein als andere, um diese Bedarfe der Industrie auch befriedigen zu können. Und insofern, ja, Vorreiter. Das ist der Cleantech Park Marzahn jetzt mit seiner Ausstattung. Und wir sind ja auch noch in einer anderen Hinsicht Vorreiter. Es wird einen neuen Mobilfunkstandard 5G geben. Ich habe gerade vor wenigen Tagen gemeinsam mit der Deutschen Telekom und Nokia eine Vereinbarung treffen können. 5G wird aus Berlin heraus mitentwickelt von unseren starken Fraunhofer Forschungseinrichtungen. Und wir werden Testfelder im öffentlichen Raum bekommen. Nicht im Labor, sondern da, wo es der Bürger sehen, erleben kann, wo vor allen Dingen aber auch Unternehmen ihre neuen Produkte zur Anwendung führen können. Ja, und wenn das Produkt in Berlin entwickelt ist, dann kann es hier mit der Gigabit-Ausstattung auch produziert werden. Das sind schon ein bisschen zwei Welten in dieser Stadt. Wenn ich mir vorstelle, dass der Berliner auf der Straße zum ersten Mal ein selbstfahrendes Auto zum Beispiel sieht, also so eine Innovation, die Sie gerade beschreiben, und andererseits zum Bürgeramt geht, um einen Pass zu beantragen und noch weit davon entfernt ist, das auch digital hinzukriegen. Ja, das ist richtig. Und da dürfen wir auch nicht schönreden. Was die digitale Ausstattung der Verwaltung anbelangt, hinken wir hinterher. Der Innensenator hat zwar gerade ein E-Government-Gesetz durch das Parlament gebracht. Insofern können sich Berliner darauf verlassen, dass es künftig elektronische Akten, eine Digitalisierung der Verwaltung geben wird. Aber dass der Bürger sich ärgert, dass er Schlange stehen muss. Ich weiß auch gar nicht, wozu man eine Verwaltungsstelle aufsuchen muss, um einen Pass zu bekommen. Länder wie Österreich oder wie Estland zeigen uns, dass man das rein elektronisch abwickeln kann. Und das wünsche ich mir für alle Bürgerinnen und Bürger Berlins, dass sie solche Vorzüge nutzen können. Und daran muss in Zukunft aufgrund des E-Government-Gesetzes möglich gearbeitet werden. Früher bestimmten vor allem Verkehrsinfrastruktur, Personal und das soziokulturelle Umfeld eine Rolle bei der Standortentscheidung, erläutert Bundesstaatssekretär Rainer Bomber. Heute fragen die Unternehmen, was könnt ihr für ein Netz zur Verfügung stellen? Darauf habe sein Ministerium mit einem umfangreichen Förderprogramm reagiert. Es ist uns gelungen, in der Legislaturperiode 4 Milliarden Euro zur Verfügung zu stellen für schnelles Internet in Deutschland. Wir merken momentan im Rahmen der vielen Calls, die wir haben, dass quasi jede Gemeinde, jeder Landkreis ein Interesse hat, hier aus diesem großen Topf etwas zu bekommen. Das ist auch gut so. Der Antrag von Berlin hat uns gefallen, weil er in eine andere Richtung geht. Er sagt, wir wollen Gewerbegebiete anschließen, wir wollen Arbeitsplätze schaffen, sichere Arbeitsplätze. Und ich muss sagen, auch die Qualität des Antrags, die Begründung war so exzellent. Und Frau Itzer war ständig bei mir gewesen, hat ständig nachgefragt. Ich sagte, so, das machen wir jetzt, das wird ein Pilotprojekt. Und es ist einer der ersten Anträge, die genau in diese Richtung laufen. Und ich denke, das Geld ist wirklich gut investiert. Herr Bomber, Sie haben dargestellt, dass die digitale Herausforderung die Herausforderung der Zukunft ist. Und dass auch schon viele Kommunen, viele Länder das begriffen haben. Was ist mit denen, die das noch nicht begriffen haben? Muss der Bund da manchmal anschieben? Und wie sieht es überhaupt aus? Haben wir noch viele weiße Flecken im Land? Also ich muss mal sagen, wer das nicht versteht, der verpennt die Zukunft. Stillstand ist hier Rückschritt. Ich kann nicht warten und überlegen und schauen, was die anderen machen. Wer jetzt nicht mit dabei ist, hat elementare Standortnachteile. Wir haben Länder, in denen es exzellent funktioniert.
Ich denke, Berlin macht einiges. Wir haben ein sehr gutes Standing, zum Beispiel in Mecklenburg-Vorpommern, dann in klassischen Ländern wie Bayern, wie Hessen, wie Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen. Aber es gibt auch Länder, wo ich momentan wirklich den Zeigefinger heben muss in Richtung Politik, in Landespolitik und Kommunalpolitik und sagen muss, liebe Freunde, ihr müsst aufpassen, das Geld steht zur Verfügung. Wenn ihr jetzt nicht zugreift, habt ihr elementare Standortnachteile. Ich muss auch sagen, wenn man mal hier gerade über die Landesgrenze hinaus schaut in Richtung Brandenburg, aus Brandenburg fehlen mir hier auch wirklich die Initiativen. Ich habe mehrere Telefonate geführt, doch die Anzahl der Anträge aus Brandenburg ist minimal, genauso wie aus Thüringen. Der Kollege im Norden, in Mecklenburg-Vorpommern, hat es verstanden, dort hat quasi jeder Landkreis einen Antrag gestellt und hier fließen dreistellige Millionenbeträge nach Mecklenburg-Vorpommern. Also mal schauen, was der Kollege da oben macht, wie er es macht. Er macht es gut und vielleicht fließt dann ja auch zum Beispiel mal nach Brandenburg die ein oder andere Mark oder Euro. Und wie sieht es im internationalen Vergleich aus? Also im internationalen Vergleich holt Deutschland durch diese Initiative momentan massiv auf. Es heißt ja immer, Deutschland verpennt alles. Die Elektromobilität, das automatisierte Fahren oder auch die Digitalisierung. Nein, definitiv nicht. Hier wird gearbeitet, das Geld wird schnell dort eingesetzt, wo es gebraucht wird. Und wir holen massiv auf. Wir sind mittlerweile unter den ersten vier in Europa und Tendenz auf 3 und 2. Ich denke, wir haben unsere Hausaufgaben gemacht. Man vergleicht uns immer mit den baltischen Staaten. Ich muss mal sagen, die baltischen Staaten sind so groß wie Hessen und haben komplett neu angefangen. Und das heißt, die haben natürlich auch gleich die neue Technologie in die Erde gelegt. Der Vergleich hinkt, aber wir sind auf einem exzellenten Weg. Ich will noch ein Beispiel bringen, das ist vielleicht interessant für Sie. Wir haben jetzt auch, ich sag mal, das Diginetz-Gesetz gebracht, das die Digitalisierung erleichtern soll, Synergieeffekte bringen soll. Uns ist aufgefallen, wir laufen durch Neubaugebiete und dort wird Kupferkabel eingebaut. Das ist etwas, was im 21. Jahrhundert einfach nicht mehr geht. Hier muss Glasfaser eingebaut werden, dass wir nicht nur Industriegebiete anschließen an das neue Netz, sondern auch den Privatmann, der zu Hause seinen PC stehen hat, der muss natürlich auch schnell mit der Welt kommunizieren. Wir sind auf einem guten Weg. Ich freue mich, dass das mit Berlin so klasse geklappt hat. Wir haben hier ein ganz tolles Beispiel und das ist ein Beispiel, das vielleicht auch woanders das Schule machen kann. 500.000 Euro Fördermittel vom Bund. Der Bund glaubt also an die Zukunft des Cleantech Business Parks. Wir werden sehen, wie sich das Gelände in den nächsten Jahren entwickelt und drücken dafür die Daumen.